Also wir sind heute hier unterwegs im Gebirge auf einer Höhe von ungefähr 2000 Meter über den Meeresspiegel. Und wir suchen heute Kreuzottern. Mal schauen, was wir so finden. Hier sehen wir den Lebensraum der Kreuzotter. Das ist ein sehr schönes Gebiet. Hier gibt es auch jede Menge andere interessante Tierarten. Ja, und hier haben wir schon die erste Kreuzotter. Das ist ein schwarzes, weibliches Exemplar. Leider hat die mich jetzt gesehen, bevor ich sie gesehen habe. Und ich konnte sie dann nicht richtig filmen. Aber hier haben wir glücklicherweise noch zwei andere Weibchen übrig. Ja, die beobachten mich auch schon angespannt. Ich versuche mal ein kleines bisschen näher ranzukommen. Wir sehen jetzt, die obere Schlange wird leicht misstrauisch und ja, jetzt entscheidet sie sich zur Flucht. Das andere Weibchen hingegen bleibt ganz gechillt, die ist ganz cool drauf. Die flüchtet jetzt erstmal nicht, sondern checkt die Lage, ob ich wohl wirklich gefährlich bin. Also ihr seht, diese Tiere sind nicht gefährlich. Wenn man sich in ihren Lebensraum richtig verhält, dann hat man nichts zu befürchten von solchen Tieren. Wenn ihr mehr über das Gift der Kreuzotter erfahren wollt, dann klickt jetzt auf dieses Bild hier. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen, das nächste Video ist schon in Arbeit.